Das ist ein Einsatzkommando und die werden da runtergezerrt. Das hatten wir mal gesehen aus der Ferne. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest in der finalen Version 1.0, meine lieben Freunde. Virginia kommt gerade angerannt. Was ist los? Sie hat mir schon ein neues Eichhörnchen gebracht zum Frühstücken, auch ein paar Beeren zum Essen und es ist der absolute Wahnsinn. Wir haben in den letzten Episoden es geschafft, erfolgreich die Höhlen zu erforschen und wir haben die Schaufel gefunden tatsächlich, meine lieben Freunde. Ah, da freut sie sich sogar, nice. Da freut sie sich und lächelt sogar. Wir haben die Schaufel gefunden und damit können wir jetzt ja die Shotgun ausgraben, glaube ich. Die ja in diesem einen Grab vergraben ist, das mit dem Ausrufezeichen markiert ist, auf der Karte. Das heißt, wir müssen jetzt zum Ausrufezeichen hinfahren. Ich habe mal ein bisschen was abgelegt. Genau, es wurde gesagt, ich soll Dinge ablegen, damit ich immer nur die Hälfte von dem dabei habe, was ich eigentlich brauche. Damit ich immer auch Stauraum zur Verfügung habe im Rucksack, um Dinge mitzunehmen, die ich in den Höhlen oder an den Stellen, wo wir halt dann so unterwegs sind, dass ich das dann halt hier lagern kann, dass ich so ein bisschen mehr so einen kleinen Vorrat anlegen kann auch. Dass wir immer ein bisschen mehr von allem haben. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Sons of the Forest in der finalen Version reinziehen, lasst einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und auch natürlich Hinweise geben, wobei man natürlich sagen muss, ich habe schon recht viel jetzt natürlich auch schon in der Early Access vom Spiel gesehen. Aber eben auch noch nicht alles. Wie gesagt, das Golfkart hat mich dann schon auch ein bisschen überrascht, als das jetzt drin war. Und ja, wer weiß, was da noch alles kommt. So, wir fahren jetzt mal zu dem Ausrufezeichen rüber. Schön mit dem Golfkart. Die laden sich irgendwie selber auf, oder? Ich meine, wir haben das eine ja beim Fahren in der letzten Session eigentlich, haben wir das ja schon relativ weit nach unten gefahren, die Batterie. Aber die haben auch Solarpaneele auf dem Dach, also von daher wäre das jetzt nicht mal ungewöhnlich, wenn die sich selber aufladen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Ich würde sagen, wir fahren einfach wieder auf den Wegen. Hier sind ja immer so Trampelpfade im Wald und da kommt man ja auch relativ gut zu allen Locations hin. Da müssen wir nicht irgendwie jetzt durchs Unterholz fahren, weil gegen Baum fahren ist immer natürlich so eine Sache. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ich will mal ein bisschen Big Picture hier sehen, wo wir hier genau abbiegen müssen gleich. Ich würde sagen, wir müssen gleich irgendwie links abbiegen. Wenn da eine Möglichkeit kommt. Der Wald ist erstaunlich ruhig. Bei uns gerade am Haus waren keine Eingeborenen. Hier im Wald sehe ich jetzt auch erstmal keinen. Erstaunlich wenig los, ja. Ist Montag halt. Die haben alle noch keine Lust. Sie schlafen alle noch und haben keinen Bock. Die wollen keinen Stress am Montag direkt. So, dann fahren wir mal hier lang. Ist es hier nicht? Ja, doch. Ist hier ein Weg? Sollte eigentlich sein. Ich sehe den. Ah, hier. War gerade schwer zu erkennen. Manchmal ist es schwer zu erkennen, wo der Weg genau lang geht. Guck mal, genau, wir müssen da, da war doch dieses, ah ja, stimmt, hier ist ein Dorf. Eingeborenen Dorf. Ja, hallo. Oh, guten Tag. Ich, ah, nee, Steine, Mist. Moment. Oh Gott, was ist das denn für einer? Oh, das ist der Typ ist das. Schnell einsteigen und fahren, fahren, fahren. Einfach wegfahren. Das ist der, der sich so reinschmeißt. Der ist richtig ätzend, ey. Den haben sie mit Absicht reingebracht. Damit der einen so aus dem Golfkart rausholt, glaube ich. So wie zum Thema, die wollen am Montag noch keinen Stress. Wie das Bambi. Nein, es ist mir reingerannt. Es ist mir eindeutig reingerannt. Ich wollte ausweichen. Ich wollte Bambi ausweichen und Bambi ist mir vor die, auf die, oben drauf, auf die Motorhaube draufgesprungen. Der Waschbär auch und der Hase auch. Der Baum auch. Alle springen sie mir rein. Alle springen sie mir rein. Einfach ohne Ende. Meine Motorhaube hat so eine magische Anziehung. Ich weiß nicht mal, ob da überhaupt ein Motor drin ist. Das Ding fährt doch elektrisch eigentlich. Oh, Moment. Ich glaube, ich muss da mal ganz kurz. Yes.
für klar, das war lustig. Mal kurz für klare Verhältnisse sorgen hier. Weil, sonst kann ich hier nicht in Ruhe die Nasen ausbuddeln. Das war wichtig, genau. Müssen wir mal ganz kurz mal hier machen, wa? Den Baum habe ich sehr zielsicher getroffen. Ach, auf den Stein stellen können sie sich dann doch noch, ja? Dann nochmal. Das war gut. Wenn sie meckern, war es richtig. Haha, wie er das Bein verloren hat. Was machen die denn hier? Ups. Der hält ein bisschen mehr aus, wie es aussieht. Bleiben Sie hier! Ahaha! Wieso? Das ist clever von denen, dass die auf die Steine draufklettern. Was dumm von ihnen ist, dass sie irgendwann auch wieder runterkommen. Wie er zum Beispiel. Das hätte er nicht machen brauchen. Das hätte er einfach nicht machen dürfen. Szenen wie aus einem Kriegsgebiet. Und das alles nur, weil Spielbär mit dem Golfkart rumfährt. Es gibt kein Entrinnen. Es gibt kein Entrinnen. Es gibt kein Rinnen und End. End und Rinnen. Rinnen und End. Wie viele kommen denn da noch, Mann? Ich will doch da mal nur buddeln, verdammt nochmal. Die sind ja alle selber schuld, wenn sie mich beim Schaufeln stören. So, hier jetzt. Muss aussteigen jetzt, ich habe keine Zeit und irgendwie verbraucht sich mein Golfkart viel schneller als vorher, ich weiß auch nicht warum, dabei scheint doch eigentlich die Sonne. Wo ist der verdammte Klappspaten? Hier ist der Klappspaten. Gib mir hier mein Grab. Also hoffentlich nicht mein Grab, aber das Grab von demjenigen, der hier liegt. So. Ich höre irgendwas schon wieder. Los, mach uff. Yes, und da ist eine schotige Gun. So, ganz leichte Terminator-Vibes bei der Musik gerade. Eigentlich ist die Shotgun ja jetzt schon fast ein Rohrkrepierer im wahrsten Sinne des Wortes, weil wofür brauche ich eine Shotgun, wenn ich ein Golfkart habe? Keiner braucht eine Shotgun, wenn er einen Golfkart hat. Guckt sie euch doch an da. Keine Shotgun hätte sowas ausrichten können. So, damit haben wir das Ding und jetzt ist ja im Endeffekt eigentlich das nächste Ziel. Ja, die nächste Ausgrabungsstelle. Es gab ja eine, wo diese ganzen Golfkarts drumherum standen und wo man auch so in so einen kleinen Bunker rein konnte. Ich überlege gerade, wo das war. Das war irgendwo, auf jeden Fall, auf dieser Insel, irgendwo. An irgendeiner Stelle. Ups. An irgendeiner Stelle auf dieser Insel gab es eine Stelle, wo wir buddeln konnten. Ich meine, das war nahe da, wo der Typ vom Baum, von diesem Felsen runtergehangen hat. Wo wir die Taschenlampe gefunden haben, glaube ich. So irgendwo in der Nähe war das. Zoom mal noch mal ein bisschen mehr raus. Ich muss mich mal gerade gesamt überblicken. Ich glaube, in der Nähe von der Entertainment-Höhle so ein bisschen auch. Wobei da jetzt auch ein M markiert ist. Warum ist denn da eigentlich ein M markiert auf der Karte, frage ich mich. McDonald's? Aber das würde anders aussehen, das M. Was ist das für ein M? Und da ist auch noch ein Fragezeichen. Wie weit ist denn das M weg? Das M ist eigentlich gar nicht so weit weg. Ist auch auf dem Golfplatz. Meinst du, das ist auf dem Golfplatz? Das sieht nicht aus, als wäre das da, oder? Ist der Golfplatz nicht noch weiter weg? Ich glaube, wir müssen da mal so hinfahren und mal gucken, was da ist. Vielleicht ist es ja sogar die Stelle, wo man buddeln kann. Der Wartungsschacht aus der letzten Höhle. Der Wartungsschacht. Okay. Ich meine, ich fahre jetzt einfach mal hier lang. Das sieht ja aus wie ein valider Weg, ne? Na, hier ist... Okay, hier müssen wir nach links oder rechts. Ich fahre mal so nach rechts vielleicht. Ich habe so ein bisschen das noch so grob im Gefühl, dass hier in der Nähe irgendwo diese eine Höhle war. Auf jeden Fall gab es ja dann auch noch diese Höhle, wo man dann gegen die Pafton-Familie auch gekämpft hat, glaube ich. Ich fahre mal hier so querfeldein jetzt. Ich glaube, das ist jetzt etwas schneller und da ist auch irgendwo noch ein Weg da. Wenn ich das richtig gesehen habe, direkt vor mir irgendwo. Vielleicht jetzt nicht direkt in den ihr Dorf reinfahren. Ach du Kacke, warte mal. Hier sieht man ja gar nichts.
Die müssen mal hier den Gärtner mal sagen, dass der hier mal ein bisschen mal was schneiden soll. Ist doch nicht normal hier. Soll man denn hier die Straße finden? Ich glaube, hier war, glaube ich, gerade ein Weg, oder? Keine Ahnung, was weißt du nicht. Ich fahre einfach in den Wald. Da ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Ah ja, das ist tatsächlich hier die Stelle. Genau die meine ich. Das ist genau die Stelle, die ich gemeint habe. Okay, alles klar. Warte, dann lass das Auto hier stehen. Hier müssen wir buddeln. Hier müssen wir graben. Ja, da ist sogar auch ein Symbol. Nicht schlecht. Dann graben wir mal den McDonald's aus, würde ich sagen. Da ist die Tür. Ich sehe sie schon. Ja, das sind immer so Türen, die vergraben sind. Das hat man auch in der Early Access schon auch freilegen können. Ne? Ich bin mal gespannt, ob das da unten jetzt weitläufiger geworden ist nochmal. Weil das war teilweise da unten... Ja, es variierte. Es gab einige, die waren recht weitläufig und es gab einige, die waren eher recht klein eigentlich. Recht kleine Areale. Schauen. Irgendwie, hier ist die Tür, oder? Hier ist die Öffnung. Ja, nimm mal einen richtigen dicken Schaufelstich hier, damit das nicht so lange dauert. Jetzt haben wir es, genau. Nimm mal den Stock noch mit. Steck mal die Dings weg. Und dann mach mal auf. Jetzt wäre ich bestimmt gleich überrascht von irgendwas. Maintenance. Ah, deswegen das M, genau. Deswegen Wartung. Genau, Wartungsschacht, Maintenance, M. Jetzt kommt alles zusammen. Doch kein McDonald's. Schade. Schade. Oh, ich höre schon irgendwas. Ah, das war das mit den Babys, oder? Kann das sein? Okay, warte. Das gefällt mir alles nicht, wenn ich das ehrlich sagen darf. Hier gibt es schon mal Kniften-Munition. Gib mir doch mal bitte die Pistole. Eigentlich wären die Granaten fast schon geiler noch. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da jetzt konkret hinten ist. Also ob da noch die Babys sind. Früher waren da, glaube ich, Babys da hinten. Musik. Ja, ich glaube, ich sehe sie schon, die Babys. Kann man die Türen zumachen? Erstmal hier gucken, ob hier irgendwas... irgendein Gegner ist. Früher war hier keiner. Aber erstmal gucken. Da liegt einer. Ein Buch. Was? Sam Sound. Corporate, was? Weißt du, in jedem anderen Spiel wirst du an jeder Ecke immer zugeballert mit irgendwelchen Texten, die du teilweise gar nicht lesen willst. Und hier ist es so, der guckt sich das Buch hinten ganz kurz nur an und du hast überhaupt keine Chance, diesen Text zu lesen. Und du kannst anscheinend das Buch auch nicht umdrehen. Ich würde gerne den Buchrücken nochmal lesen. What? Corporate line, there's a line, you do not cross. Brilliant Storytelling, brillantes Geschichten erzählen bei einem der größten Autoren unserer Zeit, Anchor Times. Ich glaube, ich muss das eigentlich mal screenshotten in den Aufnahmen und dann mal irgendwie noch mal vorlesen dann oder noch mal richtig durchlesen. Im Schnitt dann, glaube ich. Hier hat einer einen Zettel hingelegt aufs Klo. Der hat hier ganz viel noch gelesen, bevor... Ah! Oh, ein Tuxedo, nice! Können wir dem Kelvin anziehen. Oder ich ziehe ihn selber an. Ah, hier kann man speicheln, das können wir gleich mal machen. Das ist immer gut, kann man immer mal machen. Gab es hier nicht die Feuerwehr-Axt? Also nochmal eine andere Axt. Hier gab es auf jeden Fall eine Schlüsselkarte. Aber ich muss erstmal die Babys abservieren draußen. Nicht, dass die mir hier gleich in den Rücken fallen. Babys? Moment. Das machen wir anders. Ja, das ist noch was anderes da. Guck mal. Ja, das war gut. Das war sehr gut. Babys sollte man immer mit Granaten abservieren, glaube ich. Vor allem, wenn sie so auf einen Haufen sind. Hm, schön verhackstückt, guckt mal. Sonst noch jemand mit Bärdarf? Hier ist noch Harz. Ah, ich hätte vielleicht ein paar von den Sachen noch weglegen sollen. Das habe ich wieder nicht gemacht.
Wo ist eigentlich dieses Radio? Warte mal, ich will das mal ausmachen. Okay, geht nicht. Ich kann es nicht ausmachen. Ich muss es laufen lassen. Ja, ich glaube, jetzt sind wir hier unten erstmal sicher. Ich glaube, die respawnen so schnell jetzt erstmal nicht. So, hier ist genau tatsächlich, hier ist die Feuerwehr-Axt. Nice. Draht. Puh, was haben wir denn hier noch so? Ein Typ. Liegt hier was? Nee. Nee, ich glaube, das war's hier schon. In einem solchen Gang am Ende im Raum gab es solch eine Axt. Genau, ich habe sie gefunden, alles gut. So, hier haben wir noch Nahrungsmittel. Rohes Fleisch, ist immer gut. Gibt Kraft. Schmeckt und weckt, was in dir steckt. Und hier Mülltüten, genau. Was haben wir denn hier? Ein Aufsatz für eine Pistole. Hier haben wir wieder eine Sitemap. Was ist hier? Hier steht etwas. Nimm mal näher ran. Tim, diesen Nachmittag habe ich ein Gemälde von Mr. Puffins persönlicher Sammlung entdeckt und habe festgestellt, dass es gestohlen wurde, dass es vermisst wird, dass es nicht mehr da ist. Wenn du irgendwelche Informationen hast, sprich mit mir bitte sofort und direkt und hast du nicht gesehen. Hank. Also ein Gemälde wird vermisst. Alles klar. Steck das mal weg. Nehmen wir mal die Karte. Karl Planter. Ich habe bei dieser Situation immer das Gefühl, dass ich gleich von hinten angegriffen werde. Kann das sein, dass dieses Gemälde gemeint ist, was abhanden gekommen ist? Alter, ich habe hier immer, in diesem Raum habe ich immer ganz üble Vibes jedes Mal. Ich weiß auch nicht. Auch mit dieser Musik, die man nicht ausschalten kann. Weil ich immer denke, da kommt einer von hinten. Jedes Mal. Jedes Mal denke ich das. Das ist furchtbar. Trinkflasche haben wir schon, Maske haben wir schon, Dechmesh. Schlitten, GPS-Gehäuse. Brauchen wir eigentlich gar nichts hier. So, hier ist noch ein Laservisier. Oh, nice. Und nochmal eine Lokation. Lebensmittelbunker. Den kennen wir schon, glaube ich. Der kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. So, dann müssen wir jetzt hier raus, definitiv. Würde ich sagen. Warum ist hier jetzt. War dieser Dampf hier schon von Anfang an so rausgekommen? Das ist gerade irgendwie komisch, ich weiß auch nicht. Es ist so dunkel da, Alter. Es ist so dunkel da, ne? Da sind ja noch Kisten in der Ecke. Gut, dass ich nochmal die Lampe angemacht habe. Gib mal den Spaß hierher, genau. Eieiei, ist hier noch was? Nee. Sicherungskästen. Okay, können wir wieder raus, glaube ich. Raus! In den Duschen gab es noch Anzüge. Oh Gott, Kelvin! Den Anzug habe ich mir schon geholt, tatsächlich. Warte mal, den können wir Kelvin gleich mal anlegen. Warte. Moment, Kleidung nehmen, genau. Du kriegst mal. Lol, wir haben ja auch diesen Schlafanzug. Yes! Er sieht so gut aus. Guckt ihn euch an. Da haut er sich direkt aufs Ohr. Moment. Ich muss mal ganz kurz, nimm mal hier, nimm mal die Lampe aus der Hand und nimm mal das GPS lieber in die Hand. So, ich glaube, hier haben wir jetzt alles in der G. Jetzt ist die nächste Markierung entscheidend eigentlich. Können wir eigentlich hier direkt einsteigen jetzt und direkt zur nächsten fahren, würde ich sagen. Ich glaube, hier müsste alles jetzt geplündert sein. So, wo ist jetzt die nächste? Was war das? Der Nahrungsbunker. Ah, da, wo die Keule blinkt. Das ist alles immer noch weitgehend ziemlich auf einem Haufen. Diese ganzen Locations und so, die sind alle immer noch sehr, sehr eng beieinander, muss ich sagen. Huch, wir können ja mal so ein bisschen gucken, dass wir vielleicht wieder so eher auf den Wegen fahren. Könnte schlau sein. Hier ist ja ein Weg. Kevin? Du willst hoffentlich hier auch mit. Ich fahre jetzt hier lang, genau. Hier lang. Da ist der Weg. Da drüben. Na sag mal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gesagt, da komme ich drüber. Hier ist der Weg. Das ist der Weg. So, dann fahren wir mal zum Food Court, ne? Zum Nahrungsbunker. Da lang, genau. Man muss sagen, also wenn man sich wieder so ein bisschen dran gewöhnt hat, an dieses Gameplay, auch mit den Mutanten und so. Dann ist es schon wieder gar nicht mehr so schlimm eigentlich. Aber wenn es dann so dunkel ist, in so einer
Bunkersituation. Dann ist es doch wieder schlimm. Auf seine ganz besondere Art. Vor allem, also am sichersten fühle ich mich, wenn tiefes Wasser in der Nähe ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Da fühle ich mich am sichersten. Wenn ich quasi Oberwasser habe. Aber sobald kein Wasser da ist, ist die Panik da, definitiv. Dann kann man sich eigentlich nur noch auf seine Knarre verlassen. Ich hoffe, ich fahre richtig jetzt. Ich glaube, ich muss ein bisschen da noch nach links. Wir fahren einfach da vorne hin und machen dann einfach... Fahren dann einfach nach links. Oh, da ist gerade einer langgelaufen. Habt ihr das gesehen? Ich ignoriere ihn einfach. Das ist wie in Ghost Recon Wildlands. Die haben sich auch immer alle in den Weg gestürzt, wenn man vorbeigefahren ist, anstatt in die sichere Richtung. Es ist die Prometheus School of Running Away wahrscheinlich. Okay. Wir sind hier angekommen jetzt. Und ich gucke erstmal hier so rum. Ne, ist alles gut. Jetzt soll er vielleicht erstmal was essen. Das ist vielleicht meine gute Idee. Vielleicht erstmal so einen Einmannpackung essen. Da sind nämlich garantiert welche unten. Und hier mal was trinken, Energy Drink, weil der ist nämlich auch schon langsam hier mit der Stamina am Ende, der Knabe. Deswegen können wir dem mal das jetzt mal geben und dann quetschen wir uns hier mal rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich diese Location verändert hat. Oh, shit. Okay. Fertig oder nicht? Ich komme. Gib mir mal hier das. Also da müsste eigentlich jetzt es nach unten gehen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Müsste es da runter gehen da vorne. Irgendwie so nach rechts rein. Und dann müsste da am Ende so eine Luke sein, die man aufmachen kann. Und mit der Schlüsselkarte komme ich da dann in diesen Bereich rein, wo die ihre Pflanzen angebaut haben. Und da waren dann aber auch wieder die hässlichen Mutanten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wobei ich, wenn ich einfach durchrenne, kann ich, glaube ich, in einen überfluteten Bereich... Und dort müsste es eigentlich... Ah, Gott, verflucht nochmal. Ich hasse die Fledermäuse. Die Fledermäuse sind der schlimmste Jumpscare überhaupt, Mann. Du weißt nie, wann sie kommen. Verdammte Scheiße. Und dann sind die Viecher auch immer so laut. Ich hasse sie. Food and Dining. Na dann. Rein. Ah, Jesus Christus. Ah, das sind diese komischen Fleischwürfel da, was auch... Also ganz ehrlich... Also das ist echt ein bisschen eklig auch, muss ich sagen. Hier ist noch einer, der hat es hinter sich. Irgendwas wurde durchgesagt mit Alarm. Alarm! Ah, hier siehst du gut, dass wir die Rahmen... Du trägst zu viel. Was, schon wieder? Ich habe doch... Wie viele Rahmen habe ich weggelegt? Dreimal? Zweimal? Und jetzt haben wir schon wieder zu viel? Das gibt's doch alles nicht, ey. Das kann ja nicht wahr sein. Oh, dann speichern wir nämlich hier jetzt gleich mal. Da müssen wir den Weg hier hin... nicht nochmal machen, weil ich weiß nicht, ob man hier unten überhaupt irgendwo speichern kann. Ich glaube, hier kann man gar nicht speichern. So, jetzt müssen wir mal die Shotgun in die Hand nehmen oder so und mal gucken. Warte, das war hier drin, oder? Ne, Moment, wo war die Shotgun? Da war die Shotgun. Wie viel Muni habe ich da eigentlich? Wir müssen jetzt hier rein und ich glaube, da waren nicht nur Babys, sondern da waren auch die hässlichen Fingermutanten. Tu es. Oh, scheiße, ich habe Angst. Nimm die Shotgun in die Hand. Ich höre schon irgendwas hier schon wieder schmatzen. Wer schlabbert hier? Wer macht so solche Geräusche, solche hässlichen? Aber es ist heller geworden hier drin, oder kommt mir das nur so vor? Babys! Ja, da, es gibt keinen Grund zur Panik. Ja, genau. That's what she said. Da hinten! Da! Da. Wenn ich jetzt Krach mache, kommen die angerannt. Warte mal. Ich will vielleicht erstmal die Babys anzünden. Warte, mit L? Ich zünde jetzt die Babys an. Yes, brennt. Das ist nämlich lautlos. Das hört dann nämlich der hässliche Fratzenmann da hinten nicht. Oh, ich habe die Sprinkleranlage ausgelöst. Das ist schlecht, oder? Da kommt er doch gleich angelaufen hier. Habe ich sie eigentlich alle erwischt? Ich hoffe. Ah, scheiße, Mann. Ich hasse es. Ich hasse es.
Oh nein, ich habe sie nicht alle erwischt. Egal. Ich muss jetzt erstmal den Fingermann erwischen. Der Finger hat alles, was er kann. Oh Gott, er rennt. Ich hasse es, wenn sie rennen. Kannst du aufhören zu rennen? Versteckt er sich da hinten? Der kleine Olm. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Hier, fang. Erwischt. Sieht gut aus. Gespuckt hat er. War das hier eigentlich immer nur einer oder waren das mehrere? Ehrlicherweise weiß ich es nicht. Wahrscheinlich springt mir der dritte oder der da noch übrig ist, springt mir wahrscheinlich gleich ins Gesicht. So, wir nehmen jetzt mal die Pistole und töten noch das Baby. Wenn die Nachbarn mich hören, ey, dann. Hahaha! Es ist geil, wenn sie sich überschlagen, wenn die Kugel trifft. Ich liebe es. Ach, man muss auch die kleinen Freuden genießen im Leben. Ich glaube, hier gibt es auch die Armbrust. Ich glaube auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das noch nicht gewesen ist. Der hier hatte die Armbrust, genau. Gib mir mal die Kon. Ja, guck sie dir noch 3 Stunden an. Komm, leg sie doch mal aus deinem Gesicht, Mann. Gottdammit, ich hasse ihn. Ich hasse ihn dafür, dass er sich die 3 Stunden anguckt, die Sachen. Energiemischung eingesammelt, okay. So, Moment, hier waren noch Pfeile, ne? War hier nicht noch Pfeile? Pfeile? Ich habe keine Ahnung. Weißt du was? Wir gehen mal kurz zurück und speichern mal, weil das war sehr gut, was ich da gerade gemacht habe. Das war so gut, was ich gemacht habe. Ich habe sie alle umgebracht. Nach allen Regeln der Kunst habe ich sie umgebracht. So, hier. Ist das der Nahrungsbunker? Ja, das ist der Nahrungsbunker, denn hier wächst Nahrung ganz viel. Salat und Kraut und Rüben und was weiß ich nicht alles. Und Babys. Oh, diese Babys sind weg, oder? Ja, nee, doch, da hinten liegen sie noch. Babys wachsen hier. Komische Fingermutanten wachsen hier. Ah, wir können ja noch die Mutantenhaut noch nehmen. Die muss ich noch nehmen gleich, bevor der hier mir noch wegplöpst. Okay, wir haben anscheinend auch zu viele Pfeile. Los, gib mir deine Haut. Genau. Warum macht das hier so komische Geräusche eigentlich bei dem Schnittlauch? Ich verstehe das gar nicht. Hier, leg mal die Mutantenhaut an. Kannst du gleich mal tragen hier. Sieht doch gut aus. Mal nachladen eigentlich. Ist die Armbrust schon? Ja, da ist schon Bolzen drin. Da ist auch schon einer drin. So. Hier, da. Will ich die Armbrust überhaupt nehmen, ehrlich gesagt, will ich jetzt lieber eine Shotgun in die Hand nehmen, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung, was da vor mir ist. Aber manchmal weiß ich nicht, ob es schlau ist, ohne Licht irgendwo reinzugehen oder mit Licht. Weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn das Licht an ist, dann blendet es einen nur und man sieht dadurch noch weniger irgendwie. Okay, das sieht aber gut aus erstmal. Wir gehen rein. Ist das Wasser? Okay, jetzt brauche ich eine Lampe. Jetzt brauche ich eine Lampe. Das geht nicht. Das geht nicht ohne. Das ist Wasser. Okay, gut. Das sieht doch schon mal nice aus. So, in so tiefem Wasser können die komischen Mutanten nichts machen, definitiv. Also was auch immer hier jetzt kommen müsste, ist auf jeden Fall nicht im Wasser dann. Die können ja selber im Wasser nicht, ne, die können ja nicht schwimmen. Es sei denn, es gibt jetzt schwimmende Mutanten, die jetzt neu sind, aber dann hätten wir die, glaube ich, schon. Leg mal bitte. Ah, ich kann nicht ins Inventar, solange ich im Wasser bin. Na super. Moment. Wo geht's hier raus? Hier. Da hinten liegt einer. Meine Lampe ist fast alle. Diese Durchsage nervt ein bisschen, ehrlich gesagt. Da müssen wir noch reingucken gleich. Ich muss mich mal ganz kurz hier hinstellen, bevor wir. Aber wir dürfen nicht die Tür aufmachen jetzt. Da kommt, glaube ich, dann sogar schon der Bossfight, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss mal ganz kurz mal eine neue Batterie in die Lampe reinlegen.
Genau, weil sonst geht die mir nämlich noch im entscheidenden Moment hier noch aus. Vielleicht sollten wir hier dann auch noch mal ein Speicherdings machen. Was da? War da gerade was? Nee. Wir gehen mal hier unten mal noch rechts rein. Ich glaube, da könnte es wichtige Dinge geben. Ich glaube, wir brauchen nämlich noch eine neue Schlüsselkarte. Und ihr müsst es irgendwo hier hinten geben, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn jetzt da mich einer anspringt, dann bin ich sauer. Okay, gut. Nee, ist keiner da. Keiner da. Was haben wir hier? Hank, das ist, wo die Boote angekommen sind. Sie haben sie verlassen, dort zurückgelassen. Jemand muss das sauber machen. Dieser Hank hat ganz schön viel zu tun gehabt, kann das sein? Das ist Virginias Karte, glaube ich. Virginia Pafton, genau, das ist ihre Karte von unserer Freundin. Wie sie auf dem... Sag mal, hat die auf dem Passbild da von dem Ausweis, da hat die auch ihren Badeanzug an, oder? Kann das sein, dass die so ein bisschen so leicht exhibitionistisch veranlagt ist, dass die so irgendwie überall mit Badeanzug schon rumgelaufen ist, auch vorher schon, bevor das alles passiert ist? Was haben wir denn hier? Wild Story, Plane Crash Survivor, eine wilde Geschichte, ein Flugzeugabsturzüberlebender. Beteuert, dass eine pharmazeutische Firma, eine Pharmafirma, Experimente an mutierten Menschen vorgenommen hat. So rum. Er könnte da einer heißen Sache auf der Spur gewesen sein, ne? Ah, Energy Drink. Nice. So, ja, mal wieder eine Location. Wohnbunker. Der Wohnbunker ist, glaube ich, dann schon das Finale, oder? Also war zumindest früher so. Habe ich da gerade was gesehen? Nee. Ich glaube, da können sie nicht. Also da kann jetzt keiner langlaufen eigentlich. Wäre sehr merkwürdig, wenn da jetzt einer kommen würde. Hier ist noch ein Zettel. Jian Yu. Jemand muss es Pafton mitteilen. Ich weiß nicht, ob die Berechnungen das bedeuten, was wir glauben, was sie bedeuten. Etwas sehr Schlimmes könnte passieren. Jeder auf der Insel könnte in Gefahr sein. Ich will nicht Teil davon sein, Dr. Masaki. Okay, ja, das war hier die Dinnerparty. Und wie wir sehen können, wenn wir mal die Waffe weglegen, die Dinnerparty lief nicht ganz so nach Plan. Die Dinnerparty ist ein bisschen eskaliert, ja. Das ging wohl so ein bisschen übers Ziel hinaus. Was hat es mit den Babys auf sich, wird gefragt. Naja, das sind halt Mutanten-Babys. Die sind halt mutiert und die sind halt gefährlich. Und deswegen muss ich sie umbringen, weil sie mich sonst umbringen. Und das ist nicht so cool, wenn sie mich umbringen. Deswegen, so, jetzt bauen wir am besten nochmal eine Plane auf, bevor wir in den Bossfight-Raum gehen. Ich weiß nicht, wie hart dieser Bossfight wird. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das immer noch so abläuft wie früher. Wir haben den Bossfight schon einmal gemacht. Das war das Letzte, was wir gemacht hatten, als wir die Early Access noch gespielt hatten. Diesen einen Bossfight gegen die Paftons. Und dann sollten wir auf jeden Fall nochmal was essen und trinken gleich. Und da wird gesagt, hoffe, es kommt bald für Konsole raus. In der Regel bei Early Access Spielen ist es so, dass erstmal die 1.0 rauskommt, bevor die Konsolenversionen halt angefangen werden zu produzieren, beziehungsweise... So wie ich gelesen habe, soll es wohl auch Mitte des Jahres kommen, aber noch nichts offiziell bestätigt, okay? Ja, wobei das ganz schön schnell wäre eigentlich, ne? So nicht mal ein halbes Jahr nach dem 1.0 Release schon die Konsolenversion. Aber ich meine, es fühlt sich jetzt so auch jetzt nicht so an, als müssten sie da noch viel optimieren. Also ich merke das auch so an so Kleinigkeiten, zum Beispiel den Übergang zwischen Höhle und Außenwelt und so. Das ist wirklich nur noch, also das ist absolut butterweich und flüssig. Das war in der Early Access alles noch voll verruckelt und so. Haben sie richtig alles gut hingekriegt und da muss man einfach sagen, also da gehe ich mal von aus, dass sie da gar nicht mehr so viel machen müssen eigentlich. Außer jetzt halt nur noch auf die Hardware von der Konsole halt optimieren und sonst müssen sie, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen. Oh, da sind gleich noch ein paar andere, die da noch rumstehen.
macht er denn jetzt? Das ist übrigens eine Sequenz. Ich wollte es nur so gesagt haben. Oh. Das ist ein Einsatzkommando und die werden da runtergezerrt. Das hatten wir mal gesehen aus der Ferne. Die Paftens. Die Paftens, die Paftens. Warte, warte, warte. Stopp, 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 stopp. Aua. Aua! Wieso? Was? Ich glaube, es hackt. Oh Gott. Ja. Rein ins Wasser. Haha. Ja, und du? Was macht er jetzt? Ja, kommt alle rein, kommt alle rein. Kommt alle rein ins Wasser. Rein ins Wasser, rein ins Wasser. Ey, das ist unfair. Früher war das so, wenn ich in meinem Inventar war, dann war das Spiel pausiert. Sauerei. Und jetzt ist es nicht mehr so. Kommt doch ins Wasser, kommt doch. Ist schön hier. Kommt noch mal. Ja, der steht auch wieder auf, ey. Wie sie sich da alle drängeln. Unglaublich. Los, stellt euch da alle hin, dann kann ich euch erschießen, wenn ihr schon nicht ins Wasser kommen wollt. Der eine hat's überstanden. Der auch. Meine Güte nochmal. Ich weiß gar nicht, wie viel Muni ich eigentlich habe. Das war gut. Das war auch gut. Bleibt doch mal stehen. Rennt doch mal nicht so erratisch durch die Gegend, ey. Ja, wahnsinnig hier. Bleibst du sitzen. Zum Nachladen drücke R. Immer rein in die Rübe, genau. Das ist der empfindliche Spott. Auch beim Herrn Paften. Oh, ich habe keine Munition mehr. Sehr schön. Pistol, Pistol. Aber warte, nee, eigentlich können wir mal eine Granate nehmen, tatsächlich. Fangen Sie, liebe Freunde. Jawohl, das war doch gut. Kleinholz macht auch Mist. Dann gib mir mal die Pistole. Da müssten wir eigentlich ganz gut Munition haben dafür. Sterben Sie doch. Verdammt. Mal kurz nachladen. Wie er da gegen die Wand haut. Ist ein Rumgerenne da, warte. Verdammt. Ja, sehr gut. Es ist, glaube ich, nur noch der Herr Paften. Der müsste sich mal da mal in die Tür stellen, dass ich den nochmal umbringen kann jetzt. Kuckuck. Fertig oder nicht? Oder wie so ein Äffchen da rumhampelt. Hängen sie etwa fest? In den Po und in die Rübe. Sag mal. Yes! Nice! Ich glaube, wir haben sie! Alles erledigt? Alles cool? Sind wir cool? Sind wir glücklich? Dann nehmen wir sie gleich mal aus, würde ich sagen. Da können wir nämlich dann die Mutantenhaut benutzen. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Wenn du mit der Schrot auf deine Füße schaust, kannst du durch Drücken von R die Munition wechseln. Aha. Wenn ich auf meine Füße schaue? Warte mal ganz kurz. Ich muss gerade mal hier in mein Inventar schauen. Und mal hier die Haut nehmen von den Mutanten. Dann habe ich nämlich eine gute Panzerung. Das ist nämlich gar nicht mal so verkehrt. Weißt du was? Wir speichern mal. Wir speichern mal den Spielstand hier unten. So, hervorragend. Nice. Ich möchte betonen, dass ich keinen Schaden gekriegt habe. Ah, hier, guck mal, hier sind die Mutierten. Da kann man aber leider nichts draus ziehen. Ach, guck mal, das ist aber neu hier. Das ist hier Indulge Your Senses. Price List Available. Bunker Food.
wo wir unser eigenes Essen produzieren. Snacks sind immer verfügbar. Die Paftons Hauptresidenz. Und hier werden viele Partys abgehalten. Bunker Residential, das ist das, wo wir als nächstes hin müssen. Unsere beliebten Gäste können die Annehmlichkeiten genießen. Weitere Konstruktionen sind geplant. Alles, diese gesamten Gebäude basieren auf der Solanji-Sternformation. Holo Springs, Puffcorp. Welcome to Holo Springs Soft Opening. Phase 1. Okay, alles klar. Also da sehen wir das ganze Resort. Warte mal, ich muss mal hier ein Radio ausmachen. Ach so, das kann man hier wieder nicht ausmachen. Oh, ich hoffe, das ist alles rechtlich unbedenklich hier. Energy Drink. Immer schön die Energy Drinks mitnehmen. So, da müssen wir als nächstes dann hier runter, wo der Typ sich mit der Taucherausrüstung abgesetzt hat. Das kleine Schweinchen. Das war nämlich der Asiate, der uns mit der Waffe bedroht hat am Anfang. Und diese Sequenz hatten wir in ihrer Rohform bei einem der Bossfights, als wir hier schon mal in der Gegend waren, hatten wir das schon mal gesehen. Aber da wurde nicht, da ist er da nicht rangelaufen und so, hat sich dahinter versteckt, hinter dem Tisch, sondern da war das von weitem. Da wurde das einfach ausgelöst, getriggert und wir haben uns da gewundert, was da eigentlich passiert ist. Weil man es nicht richtig erkannt hat. Ich musste dann im Video sogar extrem ranzoomen, damit man sieht, was da passiert. Monatliches Graben. Schätze warten. Was ist der beste Boden? Unsere Experten graben sich rein. Ein Spotlight, auf die Griffigkeit des Griffs oder so, keine Ahnung. Bleib beim guten Stoff. Serie Blau Panzerband. Es bleibt schon das erste Mal hängen. Siehst du, hier macht das Spaß, die Sachen zu suchen und zu lesen, weil das alles irgendwie immer so kleine Hints und Easter Eggs und so sind. Und die Texte, ja gut, da würde ich mir echt teilweise wünschen, dass man das auch richtig lesen kann, ja. Im Gegensatz zu manch anderem Spiel, wo man vollgeballert wird mit allen möglichen Texten, die man teilweise gar nicht lesen möchte, weil sie einem im Flow einfach nur stören. Und der Lore hier ist einfach nur spannend gemacht. Da möchte ich eigentlich gerne mehr drüber erfahren, aber irgendwie hier macht es das Spiel einem wieder unnötig schwer, das zu lesen, weil man die Buchrücken zum Beispiel auch nicht vernünftig lesen kann. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Wenn es eine Möglichkeit gibt, schreibt es mir, aber ich möchte gerne eigentlich die Buchrücken mal lesen, wenigstens. Hier ist nichts. Die haben hier auch so einen Countdown gehabt, ne? Dieses Experiment wurde ja getriggert auch, denke ich mal. Und die haben halt gedacht, da werden sie mit allen möglichen tollen Sachen beglückt und kommen irgendwie ins nächste Leben irgendwie, keine Ahnung. Dann sind sie mutiert stattdessen. Und an dieser Stelle endet diese Folge Sons of the Forest. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Sons of the Forest, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für den Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.